Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Nachdem das Spiel jetzt aufgehört hat, mich zu trollen, jetzt endlich die neue Episode. Sorry für die Verzögerung. Durch das Somerset Update gab es einige große Patches. Das Spiel war jetzt zweimal der Meinung, es wäre defekt und musste repariert werden. Das hat jeweils ewig gedauert, bis das durch war. Und dann, als ich heute Morgen die neue Episode aufnehmen wollte, waren die Server down wegen Wartungsarbeiten. Und im Anschluss wollte das Spiel nochmal repariert werden. Ich sag's euch, das ist eine Reise mit dem Ding. Aber ich bin online, deshalb nutze ich jetzt die Chance, das durchzuziehen, wenigstens eine Episode aufzunehmen. Wir haben die Mission, nach Kragenmord zu reiten. Das ist eine Stadt hier drüben. Hat auch einen eigenen Wegschrein, aber ich komme von diesem hier. Wir waren zuletzt da oben. Das ist mit den Wegeschreinen überhaupt kein Problem. Zur Erinnerung, wir verfolgen hier das Oberhaupt des Hauses Infiotile oder so ähnlich. Imbasil war es, glaube ich. Und ja, er hat seinen Sohn in der letzten Schlacht verloren und ist dem Wahnsinn nahe, trauert ein bisschen und hat dieses Korallenherz geklaut. Und ich fürchte, er macht was Dummes damit und beschwört den zweiten Bruder des Zwielichts. Das muss natürlich unbedingt aufgehalten werden. Dementsprechend reden wir mit Leuten. Das ist ein verdammtes Desaster. Finde ich auch. Deshalb reden wir mit Leuten, die das vielleicht, ja, in die Wege leiten können. Das ist eine schlechte Zeit für Kragenmoor-Reisende. Seid ihr wegen Geschäften hier? Wenn nicht, zieht besser weiter. Ja, das mit Geschäften ist so eine Sache. Man könnte sagen, ich bin geschäftlich hier. Denn Großmeister hat einen Schlüssel zu einem Berg, wo ich hoch muss, um sowas Ähnliches wie den dritten Weltuntergang zu vermeiden oder so. Müssen wir das nicht alle? Ich wünsche euch Glück, Fremde, auch wenn ihr hier wahrscheinlich nicht viel davon finden werdet. Großmeister Omin wurde von einem blutrünstigen Nixhund in einen albernen Guar verwandelt. Vielleicht kann eine der Wachen euch mehr erzählen. Ich will damit nichts zu schaffen haben. Du warst außergewöhnlich hilfreich. Steh weiter hier mit dem Rücken zur Stadt und schmolle. Gut, allein die Körperhaltung, verschränkte Arme und so. Sie will ganz einfach nichts damit zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Eine der Wachen. Du siehst aus wie eine der Wachen. Da fragt man sich, muss man da dran ziehen, dass er redet? Wir sind nicht unfreundlich, wir probieren es erstmal mit Reden. Seid gegrüßt. Wartet, ihr seid die Heldin von Balfoyen, die Heldin von Davons Wacht und die Belagerungsbrecherin von Virak. Dank sei Vivek, ihr seid hier. Kragenmoor wurde eingenommen. Okay, jetzt bin ich erstmal baff. Erstens, der kennt uns. Zweitens, er ist außergewöhnlich freundlich. Drittens, wir sammeln Titel. Und nicht wenige. Ja, dann erzähl mal. Fang ganz vorne an. Urknall und so. Tanval Indoril betrat die Stadt an der Spitze seiner persönlichen Vorhut und verlangte eine Audienz beim Großmeister. Jetzt patrouilliert die Vorhut die Straßen. Sie hat das Sagen in Kragenmoor. Nicht sehr nett, aber mit sowas in der Art war ja zu rechnen. Ich weiß nicht, aber als er nach dem Gespräch mit unserem Großmeister herauskam, war er zuständig. Unsere Hauselfen und die Sklaven waren gleichermaßen entsetzt. Wenn ihr helfen wollt, sprecht mit unserem Großmeister. Eine neue Stimme hört er sich vielleicht an. Okay, das heißt, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Er wurde nicht wirklich in einen Goa verwandelt. Bitte sprecht mit dem Großmeister. Er wird die Heldin der Feste Virak bestimmt anhören. Ja, beruhig dich. Boah, der Fangirlt aber rum. Jeder, der hinauf zur gepeinigten Spitze will, muss erst mit dem Großmeister von Kragenmoor sprechen. Das Haus Dries kontrolliert den Zugang zum Gipfel. Es ist ein uralter Ort der Magie und des Blutes. Okay, Magie ist nicht so gut. Blut ist gut, solange es in mir drin bleibt. Mein eigenes. Fremdes kann bleiben, wo es will. Dries besitzt das magische Muster für einen Schlüssel. Einen mystischen Fokus, mit dem man jenen Schleier durchschreiten kann, der die Spitze schützt. Nur mit diesem Schlüssel kann man den Gipfel erklimmen. Ja, ich fürchte, das könnte also problematisch werden. Ich dachte, es ist ein richtiger, Schlüssel.
aus meinetwegen Metall, Holz, Knochen. Alles, was irgendwie stabil ist. Also Spucke geht nicht, ganz klar, aber... Und naja, ein physikalisches Tor, das man vielleicht sogar umgehen kann, was weiß ich. Offensichtlich ist das irgendwie komplexer hier. Hätte mir klar sein müssen, dass die das Zeug nicht einfach mit einem Holztor schützen, sondern da wirklich Magie am Werk ist. So was Blödes. Jetzt gerade schlecht. Nein, wirklich nicht. Ich probiere das gerade so nach Gefühl. Ich denke mal, dass das größte, wichtigste, schönste Haus am weitesten oben steht. Und dass wir da hin müssen. Das ist dann wohl das vom Großmeister. Oh, Wegeschrein. An dem bin ich vorbeigelaufen, weil das Haus so beeindruckend ist. Bleib feucht, liebes Publikum. Bleib was? Das muss ein Agonia sein. Geht gar nicht anders. Finden bestimmt einen Kompromiss in dieser Großmeister. Denkt an die Dringlichkeit unseres Anliegens. Die Architektur kommt mir bekannt vor. Wie weg sei gepriesen. Ihr wart zur Stelle, um Alexandra Cornele daran zu hindern, das Korallenherz an sich zu reißen. Hat ja gut geklappt, ne? Wer seid ihr? Was gibt euch... Oh, die Heldin der Feste Vera. Ehre sei euch und eurem Haus. Das ist das Problem. Ich habe noch kein Haus. Ich spare noch. Aber wird. Garantiert. Was bringt eine Kriegsheldin des Ebenherzpakts ins entlegene Kragenmoor? Ich wäre gerne etwas gastfreundlicher, aber heute lenken mich wichtige Dinge ab. Genau diese wichtigen Dinge sind es, weswegen wir hier sind, nicht? Entschuldigt, doch die Vorhut erfordert derzeit meine gesamte Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, und die habt ihr gewiss, sprecht lieber mit meinem Seneschall. Das ist ein wenig ernüchternd. Ich hatte mit ein wenig mehr Kooperation gerechnet, zumindest, dass er mir zuhört. Ich meine, 5 Minuten seiner kostbaren Zeit, das bringt niemanden um, oder? Ist ja nicht so, dass er Arzt wäre und ich ihn beim Operieren unterbreche. Na gut, schauen wir mal nach sowas wie einem Seneschall. Ihr müsst euch richtig gut verstehen, wenn ihr so weit auseinander steht. Oder der Seneschall müffelt. Stehen ja wenig Leute drin. Okay, man wird schon mal freundlich begrüßt. Du bist kein Seneschall. Achtung, Fremde. Sprecht leise, damit keiner von der Vorhut uns hören kann. Okay, kein Problem. Tanval Indoril und seine Vorhut haben hier auf ihrem Weg zur gepeinigten Spitze Halt gemacht. Zunächst weigerte sich der Großmeister, Tanval Zugang zum Berg zu gewähren. Doch dann packte Tanval der Zorn. Er befahl seiner Vorhut, den Sohn des Großmeisters als Geißel zu nehmen. Ja. So ergibt das natürlich Sinn. Ist aber viel angreifbarer, als ich dachte. Ich war so ein bisschen auf die Schiene Herr der Ringe, dunkle Magie und Schlangenzunge und so, aber ach, nur eine Geiselnahme, das geht. Tanval hat die Beherrschung verloren. Er muss aufgehalten werden, aber zunächst benötigt der Großmeister Hilfe. Natraslor, die Treppen hinauf wird mehr Wissen, geht und viel Glück. Du bist doch der Seneschall. Okay. Ich sehe schon, also hat der Großmeister wahrscheinlich die Hoffnung, dass wir seinen Sohn retten und er leitet uns hier in gewisse Bahnen, während die bewaffneten Wachen hier, die ganz klar zur Vorhut gehören, und wahrscheinlich gehört der Hauptmann auch eher zur Vorhut, ihn im Auge behalten. Er kann selbst nicht aktiv werden, aber er leitet uns zu seinen Vertrauten. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, er ist nicht unfreundlich, er ist clever. Was ein Glück, dass wir das rechtzeitig erkannt haben, sonst wäre ich mit ihm vielleicht noch ein bisschen schmollig, aber so. Oh, Buch. Gespräch mit einem Spinnenkultisten. Geht, ich hasse Spinnen. Leute, die sich damit abgeben, sind Spinnerkultisten. Ehre sei euch und eurem Haus. Was kann ich für euch tun? Eine Menge. Holt schon mal Papier und Stift, ich diktiere. Nein, das müssen wir von der Vorhut erfahren.
Ihr habt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch in die Kaserne hier in der Stadt schleichen oder ihr könnt ihr Lager angreifen. Das mit der Kaserne klingt wirklich verlockend, nur ist das mit dem Schleichen ein Problem. Hör zu, dritte Option. Ich greife die Kaserne an. Alternativ könnten wir uns auch ins Lager schleichen. Es sei denn, die Kaserne ist das Lager, dann ist es quasi ein und dasselbe. Holen wir uns mal ein paar Infos, bevor wir was Blödes machen. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um wie ein Teil der Vorhut auszusehen. Die Wächter am Tor weisen jeden anderen ab. Sobald ihr drin seid, solltet ihr euch außer Sicht halten. Sprecht mit Kasha. Ich hörte, sie hat das, wonach ihr sucht. Hatten wir es nicht gerade eben mit ihr? Fragen wir erstmal nach dem Lager. Die Vorhut hat ihr Lager östlich der Stadt aufgeschlagen. Als Tanwal zur Spitze ging, nahm er die meisten seiner Truppen mit. Die Zurückgelassenen werden es nicht mögen, wenn jemand vorbeikommt. Sie scheinen Lust auf einen Kampf zu haben. Oh, das klingt doch verlockend. Sie mögen es nicht, wenn jemand vorbeikommt. Die haben ein Lager außerhalb der Stadt, vielleicht leicht zu verteidigen mit guter Übersicht. Wenn ich eine Geisel halten würde, dann wäre das dort, nicht in der Kaserne. Außerdem ist das mit dem Schleichen. Die Option machen wir immer, habe ich so das Gefühl. So oft, wie wir schon Verkleidungen benutzt haben. Weißt du was? Wir sind im Land der Nord, mehr oder weniger. Ich habe jetzt mal richtig Lust, durch die Vordertür reinzugehen, zu sagen, wer ist der Größte und dem auf die Nase zu hauen. Hervorragend. Wie habt ihr euch entschieden? Wir machen es auf die Nordische. Viel Glück. Hütet euch vor ihren Klingen. Selbst die unerfahrenen Mitglieder der Vorhut sind geschickte Schwertkämpfer. Sobald ihr gefunden habt, wonach wir suchen, kommt hierher zurück und erstattet den Nu-Bericht. Sie wird wissen, was zu tun ist. Finde ich super. Wir fragen sicherheitshalber noch ein paar Sachen. Natürlich. Ich sage euch alles, was ich weiß. Ja, dann wird es ja nicht lange dauern. Tanwal Indoril ließ sie nach seinem Gespräch mit Großmeister Dres zurück. Unser Großmeister ist der Einzige, der jemandem Zugang zur gepeinigten Spitze gewähren kann. Er muss also eingewilligt haben, denn Tanwal ist aufgebrochen. Ob er das freiwillig gemacht hat? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Es ist ein uralter Ort des Blutes, der Magie und der Macht. Macht kommt noch dazu. Der Bruder des Zwists wird dort gefangen gehalten. Wir glauben, Tanwal will das Korallenherz einsetzen, um Sadal zu befreien und dieses Monster auf das Dolchsturzbündnis zu hetzen. Es kommt mir erschreckend bekannt vor. Das hat beim letzten Mal schon nicht wirklich gut geklappt. Er wird nicht schlauer. Jedes große Haus hat seinen eigenen Einflussbereich. Würdet ihr Hlalu seine Handelsverträge neiden? Das Haus Dres hat viel dafür getan, die weniger begünstigten Völker zu zivilisieren. Außerdem ist es uns inzwischen verboten, Verbündete des Pakts zu versklaven. Furchtbare Tragödie. Dass man die eigenen Verbündeten nicht versklaven kann. Eigentlich unverschämt, oder? Oh, Junge. Ich meine, das geht. Das haben wir gesehen. Aber es ist auch furchtbar unzivilisiert. Also Zeit für ein Treppenhaus muss schon sein. Keine Lust, mir den Knöchel oder noch besser den Hals zu brechen. Einfach um 2 Sekunden abzukürzen. Nee. Das geht auch besser. Seid willkommen und schwelgt im Fluss der Komik. Fort mit den Klauen und die Schwänze gereckt. Gonia sind so toll. Den über den Telvanikor? Ich glaube, den will ich gar nicht kennen. Naja, Hauptsache die Schwänze sind gereckt. Oh Junge. Ich glaube, die Episode kriegt einen ab 18. Einfach weil halt. Ich bin ja nur froh, dass die sich beim Übersetzen nicht verschrieben haben. Ein A an der richtigen Stelle macht einen riesen Unterschied bei der Sache. Den Rest dürft ihr selber rausfinden.
Gut, suchen wir mal nach Informationen. Der zweite Bruder muss entfesselt werden. Ich weiß, dass Holgun und die anderen versuchen werden, mich aufzuhalten. Gebietet ihnen im Kragenmoor Einhalt. Lasst sie nicht die Spitze erreichen. So weit, so gut. Suchen wir weiter nach Informationen. Ich meine, das, was wir haben, reicht eigentlich schon, finde ich. Er ist halt so ein bisschen neben der Spur zurzeit. An den Hauptmann. Wie von euch befohlen, rücken unsere Elitetruppen den Berghang hoch zur Spitze. Die weniger erfahrenen Mitglieder der Vorhut werden in Kragenmoor in einem Lager außerhalb der Stadt zurückgelassen. Weiteres Training. Gelingen. Haltet sie auf Trab. Truppen Virak. Schon bald. Okay. Okay, wir sollen aufgehalten werden. Koste es, was es wolle. What? Das finde ich eigentlich nicht so toll. Biedenhändler. Der Flamme. Den könnten wir analysieren, glaube ich. Gut, die Richtung stimmt. Da habe ich es gerade schon gesehen. Weit ist es nicht. So weit, so gut. Ich finde es toll, wie die ganzen Papiere mit Befehlen hier offen rumliegen lassen, ohne Bewachung oder sonst was. Nehmt den Sohn des Großmeisters namens Zen gefangen, wenn nötig mit Gewalt. Steckt ihn in die alte, dädrische Gruft außerhalb der Stadt. Die Einwohner gehen dort nicht hinein. Sie haben zu viel Angst, ihren Ahnen zu erzürnen. Okay. Easy. Dann wissen wir ja schon mal, wo der ist. Der Gutste. Und natürlich ist auf der anderen Seite der Stadt. Ja gut. Zwei Dolche. Begleiter. Zwei Dolche spricht eigentlich eher für... Ja, Nahkampfklasse auf jeden Fall. Das rote Symbol da unten. Wäre es möglich, dass unsere Nahkampfwaffe beschädigt oder leer ist? Lass mal gucken. Sie ist leer. Die Verzauberung feurige Waffe ist aufgebraucht. Schauen wir mal, ob wir das aufladen können. Seelensteine haben wir. Viel besser. Gut, wir hätten es wahrscheinlich nicht sofort gebraucht. Aber vor einem wichtigen Kampf vergesse ich es vielleicht. Dementsprechend machen wir das lieber gleich. So. Ich glaube, wir laufen lieber außen rum, als quer durch die Stadt. Hier draußen finden wir noch ein paar Sachen. Innen drin werden wir nur angequatscht von irgendwelchen Argoniern, Händlern, Missionsgebern oder... Was zum Geier? Okay, ich entschuldige mich im Namen der Entwickler des Spiels für das Geruckel, während man irgendwelche Fähigkeiten auflevelt. Oh Junge. Ich sag euch, irgendwas stimmt nicht mit dem... Nochmal. Ich sag euch, irgendwas stimmt nicht mit dem Spiel seit dem letzten Update. Irgendwie zickt das. Ich fürchte, das schreit danach, dass ich es mal wieder neu installiere. Einfach Tabula Rasa komplett entfernen und nochmal probieren. So, Treppe hoch und dann links, das müsste am schnellsten gehen. Zum Glück haben wir richtig viel Ausdauer. Ach, ich dachte, wir gehen jetzt direkt... Ach nee, da steht's ja auch. Sprecht mit Denu. Sie ist Seneschall und steht jetzt auch noch hier draußen. Gut. Euer Gesichtsausdruck. Ihr habt entdeckt, wo der Sohn des Großmeisters gefangen gehalten wird. So ist es. Wirklich? Die geehrten Toten von Kragenmoor werden bereits seit Jahrhunderten in dieser Grabstätte bestattet.
Sie wurde im Zeitalter der Chima zu Ehren der Daedra erbaut. Wirklich gut gemacht. Zu Ehren der Daedra. Clever. Diese Grabanlage wird gut verteidigt werden. Seid vorsichtig. Gut, verteidigt. Das hatte ich auch erwartet von dem Lager, der Vorhut. Die Grabstätte liegt verborgen am Berghang. Es existiert ein Tunnel, der euch direkt zum Eingang führt. Ihr erreicht den Tunnel, wenn ihr Kragenmoor durch den westlichen Pass verlasst. Kragenmoor verlassen, westlicher Pass. Alles klar. Geheimer Tunnel. Das ist zu einfach, oder? Sie hat quasi drauf gezeigt. Das ist wahrscheinlich der westliche Ausgang. Ich weiß, unzivilisiert. Gerade vorhin habe ich es noch gesagt. Was soll's, ich will das Ding hier eigentlich noch durchkriegen. Das war der richtige Eingang. Ihr geht spinnen. Bah! Wer macht denn sowas? Die hat mich angeschnoddert. Memon mich, nicht so viel reden, sonst kommen noch Schnodder in den Mund. Und zweitens dringend duschen, wenn wir herauskommen. Ach, die schon wieder. Naja, wenn man genug Schaden macht, ist das sogar angenehm, weil man macht sie trotzdem kaputt und sie kämpfen nicht weiter in der Zeit. Ich weiß nicht, also es haben, glaube ich, zu viele Menschen Angst vor Spinnen. Sonst würden die Entwickler das Element Spinne viel weniger nutzen. So. Wenn die Viecher bald mal aufhören, mich ständig voll zu schnoddern, ist es recht. Das kommt mir nicht so. Flammenschwert ist toll. Noch besser ging es nur. Und es permanent leuchtet. Also so lichtschwertmäßig meine ich jetzt. Aber das wäre vielleicht Overkill. Spinne, lass gut sein. Gut so. Die erste intelligente Spinne hier. Ach ja, ich war gerade eben auf dem Ladebildschirm überlegen, wie ich die Episode wohl nenne. Ich dachte zuerst mit gerecktem Schwanz, aber das ist vielleicht nicht das cleverste auf YouTube. Ich glaube, ich nenne die Episode einfach zu Ehren der Daedra. Das ist ähnlich doof, aber etwas weniger verfänglich. Der Grund, warum ich mich auf die Seite von dem Gegner gestellt habe, es war offensichtlich Magier oder Fernkämpfer. Manche rennen weg. Und eine KI rennt immer direkt weg vor der Gefahr. Wenn ich auf der Seite stehe, rennt die KI Richtung Ausgang. Da sind keine Gegner, das ist kein Problem. Wenn ich auf der Seite stehe, habe ich Angst, dass die einfach hier reinrennt. Ich hinterher muss, weil Nahkämpfer, und dann habe ich unter Umständen mehr Gegner in der Backe. Einfach nur mal als kleine Info, was mir beim Spielen so durch den Kopf geht, warum ich mich da hinstelle. Solche Sachen, das passiert inzwischen eigentlich schon automatisch, aber ich dachte mir, ich erwähne es wenigstens mal. Gerade erkläre ich's und schon läuft einer weg. Da haben wir zwei. Einer davon ist ein Nahkämpfer, so wie es aussieht. Plünderer. Steht jedenfalls da und sucht. Ich weiß, es macht ihn technisch gesehen zu einem Suchenden. So, das heißt für mich, der Fernkämpfer stirbt zuerst.
Bewegung! Ich mag mein Flammenschwert. Doch wirklich. Bleib ruhig liegen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass die Gegner nicht so ganz auf der Höhe sind. Und ich habe das Gefühl, dass der direkte Weg zum Ziel irgendwie nicht der richtige ist. Ja, so wie es aussieht, müssen wir dann doch außenrum. Ich hatte mich schon gefreut. Ja, das ist ja gleich hier. So was Blödes. Und hinüber. So weit, so gut. Du bist Assassine Durlantin. Durlanten? Haben wir hier gesehen, zwei Handwaffe. Dann lieber die Assassinen, die schlagen schneller zu. Auf die Seite! Oder einfach jede Menge AE-Fähigkeiten und beide umnatzen. Angemessen einfach. Die wir denn Fackeln? Ich vermute, wenn wir die Kaserne gemacht hätten, hätten wir eine Verkleidung und wären hier einfach so durchgekommen. Und die mit den Fackeln decken die Verkleidung auf. Wäre natürlich auch eine tolle Sache gewesen. Assassinen, zwei Stücke. Na dann. Flankieren, jetzt! Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben mit unserem Paladin einiges richtig gemacht oder die Gegner sind einfach zu weich. Aufkeilen. Genau davor hatte ich ein bisschen Angst. Das hat auch Vorteile, können wir nachts im Bett lesen. Das ist ein gebrauchter Dolch, den lassen wir mal da. Aufwärmen! Zur Flanke! Okay, so langsam macht es richtig Spaß mit den Aktionen. Man hat Bodeneffekte, aus denen man sich rausbewegt. Man hat Kontermöglichkeiten, Unterbrechungsmöglichkeiten. Also die Kämpfe machen Spaß, die sind dynamisch. Anders als zum Beispiel bei World of Warcraft, wo du einfach nur dastehst und ein paar Tasten drückst. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber so macht das viel mehr Spaß. So sieht Blocken aus. Ich habe geblockt, aber der Charakter stand weiterhin so da. Deshalb auch dieses Bing. Also ich habe wirklich, ich schwöre, ich habe geblockt, aber der Charakter hat es nicht gemacht. Das wird noch lustig in den nächsten paar Episoden, wenn das mit den Bugs so weitergeht. Die
Die Magierin hatte keinen guten Start. Die war schon halb tot, bevor sie überhaupt wieder aufstehen konnte. Aber ich bin schließlich nicht hier, um es den Gegnern leicht zu machen. Sondern um sie niederzumachen. Und das funktioniert auch ganz gut. Durch den Bodeneffekt laufen wollte ich nicht. Hier konnte ich nicht drüber springen, deshalb habe ich die Magierin erstmal in Ruhe gelassen. Besser, ich wollte auf jeden Fall nicht zwischen zwei Gegnern stehen. Hinter die Magierin kam ich nicht so leicht, deshalb bin ich dann zum Assassinen gegangen. Vielleicht nicht das Cleverste, weil die Magierin kann mich so oder so bekämpfen, aber ich bin es zum Beispiel von Dark Age of Camelot gewohnt, dass die Ausrichtung auf jeden Fall eine Rolle spielt. Wenn man vor dem Gegner steht, kann der blocken, kann parieren, kann ausweichen. Wenn man seitlich steht, kann er nur noch blocken. Im Normalfall. Und wenn man hinter einem Gegner steht, hat er gar keine defensiven Möglichkeiten mehr. Ich weiß nicht, ob das bei ESO auch Sache ist, aber wenn man das mal so verinnerlicht hat und sich so angewohnt hat, dass die Gegner immer vor einem stehen, weil man dann die besten Kampfoptionen hat, dann setzt man es halt im Laufe der Zeit einfach um. Nochmal Duellantin und Magierin. Wir probieren nochmal die Magierin möglichst zu one-shotten. War natürlich kein echter One-Shot, also nicht mit einem Tastendruck erledigt, aber möglichst schnell und durch das Blocken haben wir die Duellantin lang genug rausgenommen. Das war ein relativ effizienter Kampf. Verteilen! Soweit. So gut. Wir sind gleich da, oder? Ja, nächster Raum schon. Also, dafür, dass ich einen Tank spiele mit ein bisschen Heilfähigkeiten, machen wir immer noch ganz gut Schaden, muss ich sagen. Wie ist das mit echten Schadensklassen? Im Laufschritt! Trübes Gift der Lebensschändung 2. Okay. Moment, da muss ich gerade mal was nachgucken. Ich helfe dir gleich. Moment. Ne, die Scharniere schwingen in beide Richtungen. Ich wundere mich, dass er draußen sitzt. Ich dachte, okay, Fehlkonstruktion. Das ist so ein Scharnier, dass die Tür nur nach außen aufgeht. Und mit dem Felsvorsprung geht die Tür nicht mehr auf. Aber nee, es wird auch nach innen aufgehen. Warum sitzt du vor dem Käfig? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Ich bin ich, du bist du und ich möchte von dir wissen, warum du vor dem Käfig sitzt. Dank sei den Dreien. Passt auf, ich weiß genau, wie wir hier herauskommen. Als Kind habe ich oft in diesen Grüften gespielt. Folgt mir schnell zurück in die Stadt. Wir müssen mit Vater sprechen. Fantastisch, du hast meine Frage nicht beantwortet. Er ist ja nicht mal richtig gefesselt. Ich schulde euch etwas. Und er war bewaffnet.
Das ist zu viel für mich. Er war bewaffnet, er war nicht gefesselt, er war nicht im Käfig und er weiß, wie man hier am schnellsten rauskommt. Wofür genau waren wir da noch gleich drin? Ihr habt es sicher geschafft, wie ich sehe. Vielen Dank nochmal für eure zeitige Hilfe. Die absolut notwendig war. Ich bin ja froh, dass du auf mich gewartet hast. Gemeinsam haben wir mit der Befreiung von Kragenmoor begonnen. Gehen wir zu meinem Vater. Wir werden diese Indoril aus der Stadt treiben. Gemeinsam haben wir damit begonnen, Kragenmoor zu befreien. Ja. Oh Junge, das ist mal die klassische Quest, rette die Prinzessin. Aber das geht furchtbar schief. Erstens ist die Prinzessin hässlich, zweitens eingebildet und drittens was zum Geier. Er hatte wenigstens den Anstand zu warten, bis wir loslaufen. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Haltet euch steif. Ciao, Freunde.